Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir erklären, wie du Gate 18 Lucid Dream Version 1, 2 und 3 am besten für dich nutzt und dort die Wahrscheinlichkeit auf einen luziden Traum maßgeblich erhöhst. Ja, es geht wie gesagt darum, Lucid 1, 2 und 3 effektiv zu nutzen. Ich empfehle dir, bevor du dieses Video ansiehst, dir das Vorstellungsvideo von Lucid Dream anzuhören. Denn das ist die Basis, um das, was hier jetzt kommt, zu verstehen und am besten damit zu arbeiten. Weil dort erkläre ich sehr viel, was es mit was auf sich hat. Ja. Also wie ich schon erwähnt habe, hörst du zuerst Lucid 1 mehrmals hintereinander an. Ich empfehle dir, einmal in der Früh nach dem Aufstehen Lucid 1 zu hören und irgendwann am Abend vorm Schlafen gehen. Wenn du willst, kannst du auch am Tag das einmal hören. Also 1 bis 2 Mal am Tag reicht. Das machst du 7 Tage lang, dass du das Codewort Lucid gut verankerst. Und ich empfehle dir noch, wenn du willst, wenn du sagst, ich will das Ganze dieses Mal auf ein hohes Level heben, höre dir vorher entweder einmal Gate 2 an oder trainiere vorher gänzlich Gate 2, dass deine Visualisierungsfähigkeit grundsätzlich auf einem hohen Niveau ist. Und dann wirst du mit Lucid auf einen ganz, ganz anderen Effekt haben. Das ist dann wirklich so 1 zu 1 Million, wenn du G2 vorher wirklich intus hast und deine Visualisierung auf ein sehr hohes Level gebracht hast. Ich habe im Shop bei Lucid in den Reiter Videos noch ein paar Videos hinzugefügt, die dir auch mit Methoden helfen, deine Visualisierungsfähigkeit nochmal auf ein sehr, sehr hohes Level zu heben. Ja? Nur so als Tipp, schau dir auch diese Techniken an, für den Fall, dass du sagst, nee, ich möchte einfach kurz andere Techniken, weil ich möchte jetzt Visualisierung mit verschiedenen Methoden probieren, weil jeder Mensch hat andere Methoden, jede Methode klappt bei jedem anders. Ja. Schau dir auf jeden Fall da die anderen Methoden an, wie du deine Visualisierung grundsätzlich erhöhen kannst. Weil dann wirst du hier bei diesem Gate ganz, ganz andere Effekte erzielen, weil der Schlüssel ist, dass man mit Visualisierung sehr einfach luzide Träume indizieren kann. Ja. Ja, auf jeden Fall höre dir vorher G2 an, dann hör dir vorher das Lucid 1 an, eine Woche lang, trainiere das Codewort, trainiere das Vorstellen deiner Umgebung, das Immersieren. Du hast das andere Video vermutlich schon gesehen jetzt. Was bedeutet Immersieren? Das heißt einfach nur viel detailreicher alles erstellen. Du kannst auch dein ganzes Wohnzimmer detail anschauen, das trainieren wir alles ja in G2, wo du dir mit einer Methode alle Umgebungen von dein Wohnzimmer oder dein Schlafzimmer oder was auch immer detailliert ansiehst und alles in das Fühlen gehst und so weiter machst und auch mit den Farben arbeitest und dann das Ganze vorstellst, weil je detaillierter die Vorstellung, desto schneller kannst du den Übergang switchen von der physischen Realität mit dem Bewusstsein über die Brücke der Vorstellung in den luziden Zustand hinein. Ja, und dann, wenn du es gut kannst, wenn du schon eine gute Vorstellung hast und du vielleicht damit sogar schon mal einen luziden Traum meditiert hast, dann trainierst du mit Lucid 2 und Lucid 3. Also du erstellst eine Playliste, zuerst kommt Lucid 2 und dann ein paar Mal hintereinander Lucid 3. Da ist sozusagen die Musik und die Frequenz im Hintergrund und die läuft dann 1, 2 Stunden oder 3 Stunden und dann hast du sozusagen die Möglichkeit, wirklich lange dich in diesem luziden Zustand aufzuhalten. Ja. Ich empfehle dir von der Uhrzeit her dann das Ganze in der Früh zu üben. Das heißt, nachdem du geschlafen hast, direkt in der Früh, wenn du so einen Zustand bist, wo du zwischen Schlaf und Wach noch bist, dass du dann Lucid 2 und 3 hörst und dann nochmal in den Schlaf fällst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf einen luziden Traum sehr, sehr hoch. Oder du arbeitest mit einer Schlafunterbrechung, das funktioniert natürlich auch. Also du schläfst 4,5 Stunden, bleibst du eine halbe Stunde munter und dann hörst du Lucid 2 an und dann geht es dann in die Schleife von Lucid 3. Oder eine andere Methode wäre, du hörst vorm Schlafen gehen, so wenn du um 23 Uhr immer schlafen gehst, höre um 21 Uhr Lucid 1 an. Dann schläfst du, also du hast die Kopfhörer weg, schläfst normal deine Nacht, 4,5 Stunden, bleibst eine halbe Stunde munter, hörst dann Gate Lucid 2 mit einer Schleife Lucid 3 an und wenn du da keinen Erfolg hast und in der Früh irgendwann munter wirst, immer so um 7, 8, 9 und dann hörst du einfach nochmal Lucid 2 mit einer Schleife mit Lucid 3 und dann wirst du die Wahrscheinlichkeit verdreifachen, um einen luziden Traum zu indizieren, vor allem mit der Schlafunterbrechung oder in der Früh direkt. Und das machst du einfach regelmäßig, je öfter du es trainierst, vielleicht täglich, alle 3 Tage, wann auch immer. Am Anfang eher öfter und dann kannst du es ruhig reduzieren.
dann wirst du merken, wie dein Gehirn sich rückkoppelt, wie die Visualisierung der Bilder stärker werden, die Intensität, die Immersion wird stärker, das Codewort Lucid arbeitet stärker und dann kannst du später einfach dich hinlegen, die Augen zu machen und du sagst ein paar Codewörter aus dem Gate-Programm oder und sagst dann später Lucid, stellst dir vor, du bist wieder vor einem Portal, vom Stargate gehst durch und auf einmal bist du im luziden Zustand. Ja. Hört sich jetzt sehr einfach an, wenn man genug Übung hat, ist es auch einfach, weil der Schlüssel ist, wie gesagt, Visualisierung und je stärker deine Visualisierungsfähigkeit ist, desto leichter kannst du diesen Übergang auch machen. Wie sagt man so schön, jede Kampfsportart braucht seine Training, sein Training. Und du kannst, wenn du ins Fitnesscenter gehst und du trainierst mit Gewichten, dann wirst du auch nicht jedes Gewicht gleich stemmen können, sondern ja, wenn du es öfter gemacht hast, dann wirst du es leichter und schneller und ohne Probleme und ohne Hindernisse auch stemmen können. Und genau dasselbe gilt hier, desto leichter und schneller wird das Codewort wirken und deine luziden Träume wirst du dann mit den Codewörtern instant indizieren können. In dem Sinne, viel Freude damit und viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video bzw. hören uns vielleicht in Gate 18 Lucid Dream und erleben vielleicht einen luziden Traum gemeinsam. Also bis bald. Tschüss.